Zurücksetzt ist der Blade, also dann fangen wir damit an, dass wir jetzt welche Fähigkeit jetzt mal lernen. Muss noch ein bisschen. Nur die Besiegung eines Gegners mit Hinterhalt oder Überfallen jetzt bei. Mit einem Vorsicht zu riskieren, dass er stößt zu Boden. Das ist aber ein Trio. Da hätte der erst verfehlt ausweichen. Aber mit zwei, ich habe nur einen. Ich möchte mit ins Ödland. Oder glaubst du, ich wäre nur im Weg? So langsam gefällt es mir hier. Wenn er gefällt, umso besser. Spare ich ein bisschen Weg. Bevor ich hingehe, mache ich erstmal das hier. Aber erstmal schaue ich, was ich jetzt auf dem Weg liegt. Auf mich mal. Kann ich hingehen, mache ich jetzt das? Ist ja was, ist ja was Nützliches. Geht es. Ah, super, die habe ich schon entdeckt, die habe ich schon entdeckt.
Und so viel Nebel ist. Wer ist Dampf? Heiliger Geist ist auf jeden Fall, kann er nicht untersehen. Resignation von Bewohner 439. Schau, schau ganz genau hin. Diesem Land ist keine Hoffnung, nur noch Schmerz und Tod. Hier ist am Ende. Wenn das deine Meinung ist. Falsche Richtung. Okay. Okay, gut, das war's erstmal. Du bist kein Feldling, red dir so öffentlich ein. Wenn du es nicht einmal sagst, trete ich, wenn du es noch einmal sagst, trete ich dir in den Arsch. Halte keine Vorwürfe, ein Scavenger wird man nicht über Nacht Ausdauer, Infiltration, Überleben, Urologie, Terrain, Taktiken und so viel mehr. Es gibt wirklich viel, was ein Scavenger so alles wissen muss. Und auch uns überleben. Schauen und lernen was. Körper umgespasst. Vielleicht helfe ich gleich erst um. Schade, dass ich so häufig gehofft habe.
Egal. Mutzi, Pipipumpe. Solarturm. Dann sind wir hier wohl richtig. Da drüben ist eine Drohne. Vielleicht. Hallo, ich bin Service 001. Standarddienstdrohne. Maßnahme durch Administrator nötig. Fehler im Solarturm. Orca A091078CQ. Statusbericht. Neustart fehlgeschlagen. Abdeckung ist fehlerhaft. Maßnahme durch Administrator nötig. Fehler kann durch aktuelle Funktionen der Dienstdrohne nicht behoben werden. Stromzufuhr zu nahegelegenen Einrichtungen wird eingestellt. Update, Versorgungslager, Status, inaktiv. Bestätigung durch Administrator nötig. Moment, ich verstehe nicht ganz, was das heißen soll. Meinst du, die Abdeckung des Solarturms ist kaputt? Tut mir leid. Dienstdrohne, Sprachausgabe beschränkt vorhanden. Abdeckung benötigt Bestätigung durch Administrator. Fehler so schnell wie möglich beheben. Mal schauen. Ah, verstehe. So, so ging das. Systemfehler. Neustart gescheitert. Es gibt offenbar ein Problem mit dem Solarturm. Fehler. Systemfehler. Neustart gescheitert. Es gibt offenbar ein Problem mit dem Solarturm. Warte mal. Was ist? Die Dienstdrohne steckt scheinbar unter den Trümmern fest. Vielen Dank, Administrator. Vielen Dank. Systemwartung kann jetzt fortgesetzt werden. Gut. Immerhin ist die Drohne intakt. Nein.
Das zählt auch Neustarten. System wurde bereinigt. Neustart erfolgreich. Das Versorgungslager.
Abgeltung. Also ich weiß, Blitzreisen. Ich brauche noch natürlich extremes Polymaterial. Also ich glaube, ich sollte doch mal hier den Anzug jetzt mal. Egal, mache ich besser. Wir rufen ja hakt. Mal. Ein schwarzes Brett? Gut. Schauen wir mal, was in Zion so passiert. Ich suche den Bruder. Mein Name ist Medina. Ich suche nach meinem kleinen Bruder Aaron. Er fehlt nicht, bekommt eine Belohnung von mir. Er ist mittelgroß und sieht recht normal aus. Er ist äußerst lieber Mensch, der in einer kleinen Lagerhalle im oberen Bereich von Zion gewohnt und Schrott durch die Türfelder transportiert hat. Sentinels Meilen gegen Aaron Wullige werde gerade ermittelt und weigern deshalb bei der Suche, ihm zu helfen. Ehrlich gesagt denke ich, Sentinels ist halt der Zeit fähig, seinen Bruder zu finden, aber mir gehen also die Option aus. Also habe ich diese Anzeige an Schwarzbett passiert. Jetzt dies, helft mir bitte. Scheint, als müsste ich das untersuchen.
Ach, verflixt. Ich wollte wieder noch ein ganzes Zeug für Jens kaufen. Das ist mir selber jetzt schon mal. Zurück. Ich freue mich, dass du immer wieder meine Bruchbude besuchst. Ja, schön, wir sprechen jetzt mal einkaufen. Machst du dich jetzt auf den Weg? Ja, ich komme vorbei, wenn ich kann. Ich danke dir vielmals. Ich hoffe, dass wir uns wiedersehen. Wenn noch mehr zu finden, wenn ich zumindest mal gesehen habe. Auch ein extremes Polymaterial. Verdammt. Hat sich schon komplett ausgegeben. Na super. Also erstmal links. Oh, ganz vergessen. Hmm.
Oh fuck! Das war echt ziemlich unfair, finde ich ehrlich gesagt. Immer auch nicht genug. Oh fuck! Ich weiß eigentlich, dass du denn da wirst, da überleben, du jetzt von allen Seiten angegriffen wirst. Wenn du von eigentlich ein bisschen so. Fange ich dir jetzt mal nicht um. Ich bin vorher in eine Richtung gegangen, vermutlich. Also, läuft doch. Okay, also gut. Jetzt will ich halt dorthin.
keine, oder? Auf dem Kanal des Landetrupps. Warte kurz, ich checke das. Das Signal wird auf mehreren Frequenzen. So oder so. Ich weiß, was das ist. Das Signal kommt vom Schrottplatz nördlich der Trümmerfelder. Das wird dir gefallen. Es kann nicht schaden, sich das mal anzusehen. Also, falls dir nach etwas Nachbarschaftshilfe zumute ist. Nervig, Mensch, ey. Wenn wir jetzt eine Landbank haben, würde ich doch. Ich habe vorhin schon alle. So. Muss ein hochrangiger Sentinel, der um nicht zu jedem ist und sich wem ist, der sich eng ernährt und dein Gold gegen auf Enge hegt. Doch nach Eves Bemühungen um Enyas Rettung alle Missverständnisse aus dem Weg geräumt werden. So konnten alle Missverständnisse aus dem Weg geräumt werden. Sue kämpft zwar immer noch damit, alles zu verarbeiten, doch er weiß Eve und ihre Hilfe inzwischen zu schätzen. Enya. Enya ist eine Frau, die sich in Zion in dem Kerl-Lokal The Last Gip aufhält. Sie hat kaum mehr Ähnlichkeit an Menschen, da ihr Körper schwer beschädigt ist. Ihr Körper war nicht repariert worden, aber da es in Zion keine Möglichkeit gab, doch durch eine unerwartete helfende Hand konnte sie sich erholen. Kasim. Kasi, der irgendwie Person, die ein Engel als Öde bezeichnet,
Natürlich wollte er nicht, dass er das falsch aufgefasst wurde. Kasim ist ein Friseur und Gwen Herzaber. Bezeichnet Eve nur als öde, da er es schade fand, dass das Potenzial Eves Haar nicht ausgeschöpft wurde. Frischling. Konkurrische Formation. Frischlinge sind die Larven der Heckenkeiler. Im kargen Land konkurrieren sie miteinander um Nahrung und sobald sie genug Kraft gesammelt haben, schneiden ihre Körper an und sie werden zu Heckenkeilern. Soll sie es so viele wie möglich töten, bevor sie zu noch stärkeren Monstern werden. Kampfformation. Frischlinge sind keine besonders bedrohlichen Gegner. Sie greifen mit Schwanzattacken an oder indem sie mit aufgestellten Stacheln auf sich zurollen. Tentakel mögen wie Arme eines Nekibas anmuten, doch in Wahrheit handelt es sich um selbstständige Wesen. Die sind stark genug, um verstärkt Beton, Metallböden und verschiedene Panzerungen zu durchbohren. Aber ihr Hirn besteht lediglich aus einem Zellhaufen. Kampfformation. Tentakel können sich nicht bewegen und greifen nur Dinge in ihrer Nähe an. Wenn du dich mit ihnen herumschlagen willst, solltest du dich einfach fernhalten. Wenn du dich nicht mit ihnen herumschlagen willst, solltest du dich eher fernhalten. Mutierter Frischling. Wenn Frischlinge Energie sammeln, wachsen ihre Körper. Sie verändern ihre Farbe, werden noch wilder. Um das letzte bisschen Energie für ihre Weiterentwicklung zu erhalten. Dadurch stellen sie eine große Bedrohung für die Überlebenden auf die Erde dar. Kampfformation. Mutierter Frischling ist noch gefährlicher als ein gewöhnlicher. Hüte dich vor seinen rollenden Vorstößen oder seinem Schwanzfesselangriff. Heckenkeiler, ökologische Formation. Heckenkeiler sind Nekibas, die mutiert sind, um Kariland effektiv überleben zu können. Sie können 10 Tage ohne feste Nahrung und Wasser überstehen. Sie sind sehr Bestien und nicht erklimmen seine Stimme Ruinen und angreifen Überlebende können sie aufhalten. Keine Information. Heckenkeiler sind unbeholfen, aber stark. Meistens Angriffe reichen aus, um sie zu betäuben. Ökologische Informationen. Konzentrationen der Tivas sind gelegentlich unvollständig. Der Körper der Würze, die Überleibsel mit ihren zweigeteilten Körpern, ihren seltsamen langen Hälsen und heraushauenden Organen, könnte man als Misserfolge betrachten. Kampfformation. Überleibsel kämpfen erbittert mit Hilfe ihrer unscheinbaren Körper. Einige ihrer Angriffe können fähig sein, bleibt also wachsam. Wenn ich was auch einen Keeper. Krass. Schutzdruide. Ökologische Information. Schutzdruiden sind überholte automatisierte Geschütze, die vom Markt genommen wurden. Wie auch die anderen alten Druidenmodelle wurden aber tausende von ihnen als Schrott zum Mülldeponien geschickt. Dies machen sie natürlich anfällig für Tiberkontamination. Formation Geschützdruiden sind alte, rostige Schützroboter. Ihr Gehäuse kann man damit schwer zerstört werden. Doch wenn die Strahlen verschießt, solltest du aufpassen. Nicht stören, Piep. Dieses Privatbereich von 010
Die 2R. Beschädigen Sie bitte nichts und verwenden Sie keine Schrottteile. Falls Sie geschäftlich hier sind, begeben Sie sich bitte zur nächstgelegenen Mülldeponie. Er muss doch irgendwo sein. An alle. Ich bin aufgrund eines Vorfalls nur beschränkt mobil. Daher bitte ich höflichst um Hilfe. Thank you.
Okay. Okay, so schlaue Idee. Muss doch hier irgendwo sein. Muss doch irgendwie hoch. Heißt nur, wie ich da hochkommen soll.
Scheiße. An alle. Ich bin aufgrund eines Vorfalls nur beschränkt mobil. Daher bitte ich höflichst um Hilfe. Ja, ich kenn's jetzt euch.